Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Feldschmiede Neue Ekels. Es ist mir eine große Freude, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um sehr, sehr altes Werkzeug, was viele von euch noch nicht kennen, vielleicht mal davon gehört haben, aber es noch nie in Aktion gesehen haben und manche sagen, oh, das kenne ich von früher noch. Ne? Das war bei Fadi damals auch so oder bei Opa in der Schmiede oder wo auch immer. Es hat zu tun mit, ihr könnt es im Hintergrund sehen, mit der Säulenbaumaschine. Prost. Und diese Säulenbaumaschine hat ja eine Besonderheit. Sie hat ja den Motor nicht direkt hier oben, damit oder direkt an der Pinole dran oder hier oben kein Riementrieb, sondern der Riementrieb findet ja hier auf der Rückseite statt. Und hier haben wir einen Gewebetreibriemen. Und der hat jetzt natürlich das Problem, der ist zu lang. Der lenkt halt mit der Zeit aus, das ist einfach so. Und den kannst du auch nicht spannen, das ist halt einfach nicht dafür vorgesehen bei Treibriemenmaschinen. Und das Ding ist, das sind zwar Endlosriemen, aber die haben eine besondere Verbindungsstelle. Und die ist hier. Ja. Da sind so schöne Klammern eingearbeitet. Hier in dem Fall ist noch ein Spieker mit drin als Verbinder quasi und da haken diese Riemenverbinder ein. So, und die müssen da irgendwie reingedrückt werden. Ich habe ja mal einen neuen Treibriemen geholt und hatte dafür dann auch entsprechende Verbinder geholt und das ist komplett in die Hose gegangen, weil ich versucht habe, diese Riemenverbinder quasi mit den Treibriemen, wo habe ich ihn denn hingepackt? Gute Frage, nächste Frage. Ich hätte ihn hier oben irgendwo in den Schrank geschmissen. Da oben. Da habe ich ihn hingepackt. Hoppala. So, komm. Ledertreibriemen besorgt. Und da hatte ich hier Riemenverbinder. Und ihr könnt sehen, die sind komplett verdrießgenadelt. Gut, hier kommt auch noch dazu, dass diese Riemenverbinder einfach zu groß sind. Das passt nicht, das funktioniert nicht. Passen nicht für diese Riemenstärke. So. Jetzt gibt es da ein Spezialwerkzeug für. Da habe ich jetzt lange Zeit nachgeguckt. Die werden bei eBay dann auch mal das öftere Mal angeboten hier und da. Die nennen sich Treibriemenverbinder. Findet man unter Treibriemenverbinder. Wobei letztendlich der Treibriemenverbinder als solches, das sind diese hier. Das sind halt die Klammern, die ihr jetzt gerade auch gesehen habt. Und die sind da, beziehungsweise genauere Bezeichnung wäre eigentlich auch eine Schließklammer. Ja, so sehen die aus. Werden so als Endlos-Apparillo, ja auch nicht unbedingt Endlos-Apparillo, aber die kannst du so als 30 cm langen Riegel, kannst du die bestellen. Unter anderem auch bei Angele, ne? Bei dem Schmiedeshop beispielsweise, aber über eBay wird man finden. Ne? Also Treibriemenverbinder, Schließklammer und so weiter und so fort. Und die sehen dann halt so aus. Die sind dann noch so schön in dem Pappgedöns, damit die zusammenhalten. Und dann kommt damit dann auch so ein Stück Nylonseele, womit man die dann verbinden kann. Dann klappert das dann später auch nicht so doll. So, wie gesagt, es gibt Leute, die kriegen das hin, diese Riemenverbinder in den Schraubstock einzulegen oder reinzuhalten mit dem Treibriemen dran und dann quasi Nagel mit reinsetzen oder ein anderes Stück Rundmaterial und dann im Schraubstock zusammenzupressen. Das funktioniert aber nicht so wunderbar. Und dafür gibt es halt, wie gesagt, ein Spezialwerkzeug, das in den Schraubstock eingespannt werden kann. Und das ist heute angekommen. Ich habe es wirklich für ein Apfel und ein Ei bei eBay geschossen. Und so sieht das Teil aus. Ja, da kann man richtig schön sehen. Da kannst du die Schließklammern kopfüber hier reinlegen. Das zeige ich euch später dann aber auch noch. Dann den Riemen reinsetzen. Vorher noch die Stange mit durch, damit die Ösen offen bleiben. Und dann kann man das Ganze dann, kann man damit dann den Riemen dann verbinden. Ne? Das drückt sich dann zusammen. Quasi und dadurch wird der Riemenverbinder verpresst. Und unten sind halt Federn mit dran, damit das Ganze halt auch wieder auseinander geht. So, da dieses Teil jetzt natürlich schon irgendwo ein paar Jahre irgendwo auf dem Dachboden lag und schon ja, ein bisschen Patina angesetzt hat, habe ich mir gedacht, weißt du was, ich restauriere dieses Teil, mache das wieder hübsch und dann zeige ich euch, wie man damit den Riemen letztendlich dann verbindet und wie das Ganze dann funktioniert. Ja, und jetzt geht es erstmal ans Zerlegen.
alles zerlegt und erstmal schlafen gelegt. Quasi, das macht jetzt erstmal ein bisschen Mittagsstunde. Naja, es ist 18.30 Uhr. Nein, die Teile sind jetzt erstmal in den Tafelessig eingelegt, können jetzt erstmal ein bisschen vor sich hin ruhen, dann löst sich der Rost. Und ja, ich weiß, es gibt auch noch viele andere Methoden, Zitronensäure, bla 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 bla. Die Kommentare lassen wir einfach mal weg, weil Essig hat sich bei mir am besten bewährt. Punkt. So. Wie gesagt, in der nächsten Szene geht's weiter. Dann wird sauber gemacht, bisschen blank gemacht, bisschen frische Farbe hier und da und dann geht das los. So, einen Tag später. Die Teile haben jetzt über Nacht, jetzt locker 12, 13 Stunden, 14 Stunden im Essig gebadet. Ihr seht, da ist noch Rost drauf. Hier ist der Rost auch noch drauf. Aber wenn man dann einfach mal mit ein bisschen Stahlwolle drüber wischt, dann verschwindet der Rost. Das geht ganz wunderbar. Ne? Ich habe hier die einfache, was ist das, die Rasco 3x0 Stahlwolle. Da fahre ich bisher immer ganz gut mit. Und so sieht das dann aus, wenn man es dann nochmal mit Bremsenreiniger danach gespült hat, dann ist der Rost weg. Und das mache ich jetzt weiter und dann mal gucken, ob ich es dann gleich nochmal brüniere, einige Teile, oder ob ich die dann einfach nur so einfach mal mit Leinöl behandle. Wir gucken gleich mal. Bevor es mir eh keiner glaubt, das läuft gerade so gut. Das war vorher richtig schön rostig. Jetzt ist das wieder alles schön blank. Und das geht richtig gut. Auch die Kette alleine. Ja, hier und da. Aber an und für sich, da ist kein so gut wie kein Rost mehr dran. Also die ist echt sauber geworden. So, pass auf. Ihr könnt es sehen. Da ist eine der Spannbacken noch im Essig, noch rostig. Ja, tada. Wie gesagt, einfach nur Stahlwolle. Und jetzt guck mal, was passiert, dass es nicht zu sehr spiegelt hier im Licht, aber gut, hier sitzt der Rost natürlich noch ein bisschen fester dran, aber vom Prinzip her muss hier nur ein bisschen mit der Stahlwolle drüber wubbeln. Und das nimmt schon eine ganze Menge weg. Das kann sein, dass ich vielleicht noch mit dem Schleifvlies hinterhergehen muss, weil hier sitzt er natürlich ein bisschen tiefer. Aber vom Prinzip her geht der schon fast wie von selbst weg. Nicht ganz fast von selbst. Natürlich ist da, gehört da Handarbeit zu. Das ist ganz klar. So. Haben wir ein bisschen Bremsenreiniger hinterher. Na? Du musst Zitronensäure nehmen. Nee. Essig, Freunde. Essig. So, hier ist noch ein bisschen was Dunkles, das kriegen wir auch noch weggeputzt. Wenn das Licht nicht so spiegeln wird, diese paar dunklen Stellen, die kriegen wir auch noch weg. Aber das mache ich jetzt noch weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter im Text. Alles soweit sauber, alles entfettet. Das ist ja auch wichtig. Und jetzt geht es daran, die Teile zu brünieren. Quasi mit einer Oxidschicht, mit einer schützenden Oxidschicht zu überziehen. Dazu nehme ich gerne dieses Zeug, das kennt ihr bereits aus meinen Videos, dieses Philips Professional Cold Blue, das gibt es bei eBay, kommt irgendwo aus England. Das kann man mit Wasser verdünnen, in diesem Fall nehme ich es jetzt aber mal pur. Unter anderem auch schmeiße ich schon mal die Schrauben rein, damit die schon mal so ein bisschen vor sich hin schwärzen können. So, und dann gucken wir einfach mal, was so passiert, wenn ich jetzt hier dieses Teil hier, dieser Federstahl, beispielsweise, wenn ich den jetzt einfach mal damit behandle, das muss im Anschluss, muss das mit viel Wasser kräftig, oh ja, siehst du, da siehst du schon sofort den Unterschied.
Na? Wie das anfängt zu wirken. Das muss mit viel Wasser dann abgespült werden und dann wird das Ganze einfach mit Leinölfirnis, nehme ich ganz gerne dafür, wird das dann bestrichen, bepinselt, mal einmassiert, wie auch immer. Man kann auch Overtrolöl nehmen. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das wunderbar funktionieren soll mit Overtrol. Oder halt Klarlack. Plastik 70 von Kontaktchemie beispielsweise ist auch ein super Zeug, was man nehmen kann, um das Ganze dann zu versiegeln. So, da seht ihr nochmal den Unterschied. Brüniert, blank, ne? Das ist das Schöne dabei. Das lässt man halt ein paar Minuten einwirken. Und dann wird es halt mit viel Wasser abgespült. Das muss mit richtig, also es muss richtig gut abgespült werden, damit da halt die Reaktion aufhört. Ja. Ansonsten habt ihr da keine Freude dran, wenn ihr es dann beschichtet, weil dann ja, arbeitet es halt unter der Beschichtung weiter. Oder ja, ne? Und dann. Das will ja nicht, dann funktioniert das Ganze nicht. Nein, nein, also wie gesagt, gut abspülen, sauber machen. Und ja, dann geht das. Den auch noch mit. Wenn wir schon dabei sind, machen wir den auch gleich mit. Wie gesagt, das bildet halt einfach eine schützende Oxidschicht. Was ich auch gerne nochmal probieren möchte, ist brünieren mit warmen Essig. Na, das soll auch ganz gut funktionieren. Das soll bei kohlenstoffhaltigeren Stählen soll das richtig gut funktionieren. Das macht dann auch eine schöne schwarze Oberfläche, die auch vor Rost schützt. Die muss allerdings dann auch noch mit Öl behandelt werden. Und hier, das hier, die Backen auch. Einfach mal alles damit vollseiern. Damit es dann halt einfach nicht rosten kann. Ich vermute mal, dass das Blech an sich, das wird das nicht großartig annehmen, weil ich vermute, ich habe den Verdacht, dass das Edelstahl ist, aber nee, doch, es läuft auch mit an, ja. Aber irgendwie, das hatte sich auch beim Entrosten schon, irgendwie hat sich das Blech an sich schon ein bisschen komisch verhalten. Aber nun, das ist, nee, es ist, wird auch schön schwarz mit. Das gefällt mir sehr. Wie gesagt, man kann es halt, auch wenn es ein bisschen komisch klingt bei Stahl und Eisen, man kann dieses Zeug wirklich so richtig schön mit dem Pinsel so ein bisschen einmassieren. Und dann macht das halt eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Und ich habe da mal richtig viel Spaß dran. Ich mag das, diese Arbeit mit dem Schnellbrünierer, das macht so ein schwarz-bläuliche Oberfläche. Okay, da könnte sogar noch ein bisschen Farbe gewesen sein. Egal. Geht mich nicht weiter. Zack, nächstes Teil. Vielleicht mache ich mir auch irgendwann nochmal ein. Dose, ein Container fertig, was auch immer, wo ich dann die Teile dann richtig drin tauchen kann, beispielsweise. Das wäre natürlich noch geiler. Ja. Wenn ihr mal so mit Schnellbrünierer arbeitet und das Ergebnis überzeugt nicht gleich beim ersten Mal, dann kann man auch immer gut, habe ich hier noch ein Stück, was nicht angefangen ist? Nee, leider nicht, schade. Kann man immer noch mal ein bisschen mit Stahlwolle nacharbeiten, beispielsweise. Ja, das geht auch wunderbar. Damit massiert man das dann quasi noch ein bisschen mehr ein. So. Soviel dazu. Dieses Teil lasse ich blank. Als Kontrast. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es wieder zusammengebaut habe. So. Nachdem der Brünierer gewirkt hat, das Leinöl getrocknet ist oder nahezu getrocknet ist, sieht das Ganze jetzt so aus. Schön schwarz, wunderbar, so gefällt es mir fast wie neu. Ne? Aber halt jetzt wirklich in schick. So,
Und ich bin sehr glücklich damit. Und jetzt wollt ihr natürlich auch sehen, wie funktioniert das Teil, ne? Wie arbeitet man damit? So, dazu gehen wir einfach mal hier rüber. Und dann hängt man dieses Teil in den Schraubstock. Es gibt ein Problem hierbei, beziehungsweise bei meinem Schraubstock, die Kanten oben sind nicht mehr richtig scharf. Die sind schon so ein bisschen abgerundet, dadurch kann es sein, dass er dann mal nach oben hin wegflitscht. Soll aber nicht das Problem sein. So, jetzt haben wir unseren Riemen. Jetzt haben wir unseren Riemen, den wir verbinden wollen. Und so, da das jetzt das erste Mal ist, dass ich mit so einem Riemenverbinder arbeite, muss ich natürlich auch erstmal ein bisschen üben. No? Und dadurch habe ich ja hier noch ein Reststück Riemen. Diesen Riemen will ich miteinander verbinden. So, hier ist beispielsweise schon ein Teil, was ich versaut hatte. Das ist noch von dem Freihandversuch quasi. Das sieht natürlich nicht schön aus. Da kannst du nichts mit werden. Das schneiden wir einmal ab, damit das dann auch wirklich kittig ist. Und damit da nichts bei passieren kann. So. Zack. Weg damit. Riemen. Dann brauchen wir natürlich den Riemenverbinder. So. Der sieht dann ja, wie gesagt, so aus. Es gibt auch welche, die sind mit einer Art Messingstift sind die verbunden. Diese hier sind jetzt halt mit einem Stück Pappe verbunden, was auch nicht so verkehrt ist. Und da gucken wir einfach mal, wie weit brauchen wir den. Alles klar. Ich sag jetzt mal bis hierhin. So. Und da müsste man, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das hier einfach rausschneiden können. So viel wie man braucht. Zack, die Bohne. Siehst du, und da geht der erste schon flöten. Das geht ja schon gut los hier. Du warst ein niedriger, du bist ein hoher. Und dann legt man das ganze Teil hier ein, dass er passig da drin sitzt. So, könnt ihr das sehen? So, den setzt man, so setzt man ihn ein, dass er quasi hier drin sitzt. Ja. So, ich muss die Kamera wieder ein bisschen hochholen, das ist alles nichts. So, dann haben wir hier den Splint. Der wird eingeführt, zap, zap. Und sorgt dafür, dass die Klammern sich halt nicht mehr rausbewegen können. Das ist jetzt halt das Schöne dabei. So, schieben wir einmal die Pappe beiseite. Und dann nimmt man den Riemen. So. Dann hält man den da drüber. Und dann dreht man die ganze Schraube einfach nur noch zusammen. So. Mehr passiert da nicht. So, und ihr seht schon, er arbeitet sich schon so ein bisschen raus aus dem Schraubstock. Das ist aber nicht schlimm. Und dann drückt man das Ganze einfach nur noch zusammen. So, und wenn jetzt alles gut gelaufen ist, dann holt man ihn da raus. Zap, zap, er flutscht raus. Guckt man einmal, okay, Splint rausziehen. Und dann kann man die unnötige Pappe noch dabei wegpulen. Zack, die Bohne. Und dann hat man den Riemen sauber miteinander verbunden. Und das sieht richtig gut aus. So, und so sieht das dann aus. Quasi. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. So, und dann kann man die gegenüberliegende Seite machen. Zusammenstecken, Seele rein, fertig. So mag ich das. Das gefällt mir sehr gut. Und das Schöne ist halt auch einfach, dadurch, dass diese Backen halt wirklich so schön geradlinig oder halt wirklich so schön, wirklich akkurat gerade zusammenpressen, werden dann quasi, der hier geht jetzt für eine Riemenbreite von 4 bis 7 oder 8 mm geeignet, sind diese Haken. Das, was übersteht, das wird zusammengepresst. Und dadurch kriegst du halt noch mehr Stabilität rein. Ne? Und so ist halt jetzt einfach ein Riemen sauber verbunden. Wunderbar.
So soll das laufen. Ein wirklich sehr simples Gerät, aber halt, wie gesagt, wirkungsvoll. Ne? Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, so viel dazu. Und damit kann ich dann jetzt beigehen und kann dann an der Säulenbohrmaschine den Riemen aufkürzen und zusammen verbinden. Und damit da dann wieder ein bisschen mehr Grip ist. Und dann, ich warte immer noch drauf, dass wir den Frequenzumrichter einbauen können, damit wir die damit wir da die Drehzahl regulieren können. So, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ihr habt was gelernt, vielleicht sogar ein bisschen dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns allerspätestens beim nächsten Video wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, denkt immer dran, neben dem Abo-Button, falls ihr den auch noch nicht gedrückt habt, den einmal drücken, damit ihr ja kein Video verpasst. Das Glöckchen neben dem Abo-Button aktivieren und dann verpasst ihr absolut überhaupt gar kein Video von mir und auch keinen Livestream, den ich mir da mal spontan einfallen lasse, je nachdem, was halt gerade so passiert. So, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüss.